Was geht ab, Friends? Ich bin's Luisa. Schön, dass du bei einem neuen Video hier von meinem Kanal mit am Start bist. In meinen letzten Videos hatte ich dich gefragt, ob du Bock hast, dass ich Netto Make-up ausprobiere. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt Make-up von einem Supermarkt teste. Gerade so ein Concealer, auch richtig schöne Lippenstifte sind dabei. Ich finde Supermarkt-Make-up insofern interessant, weil sie meistens auch sehr, sehr viel günstiger sind als manche Drogerieprodukte oder eben gleich teuer. Und ich überlege noch, ob ich eine Supermarkt Make-up bzw. Aldi, Lidl, Netto Make-up versus Drogerie Make-up Video machen soll. Aber ich bin definitiv noch auf der Suche nach einem Full-Face Make-up aus dem Supermarkt, weil meistens gibt es beim Supermarkt eben nur vereinzelte Produkte, wie jetzt hier bei Netto. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass es nicht alle Produkte für das Gesicht gibt. Ich finde, man kann auch ruhig vereinzelte Sachen auch so für einen testen, weil vielleicht stellt sich heraus, dass es ja so der healthyste Concealer aller Zeiten ist. Aber ich bin definitiv gespannt auf die Lidschatten. Falls du trotzdem ein Video mit Supermarkt-Make-up versus Drogerie-Make-up sehen möchtest, dann kommentiere mal diesen Emoji hier unten in die Kommentare. Dann weiß ich, dass überhaupt Interesse besteht. Und an dieser Stelle würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo hier unten auf meinem Kanal freuen. Dann bist du zweimal die Woche, meistens donnerstags und sonntags, immer am Start, wenn ich ein neues Video hochlade. Warum diese Handbewegung? Grüßet euch, grüßet euch. Die ganzen Make-up-Produkte kommen eingepackt in so riesigen, ja, Pappschachteln. Ja, einerseits soll es ja vom Testen die ganze Zeit schützen, aber andererseits finde ich diese riesen Verpackungen einfach so unnötig. Das ist jetzt ein Concealer, den ich habe, und zwar ist es der von der Marke Shizara Beauty. Auf dieser Seite des Gesichtes werde ich jetzt hier noch ein bisschen Foundation auftragen und dann erst den Concealer. Und auf dieser Seite werde ich nur den Concealer auftragen. So können wir wirklich sehen, wie deckend und wie gut der Concealer auch wirklich ist. Weil nicht alle tragen immer Foundation. Ganz oft trage ich selber auch nur Concealer im Alltag. Deswegen werde ich den Concealer definitiv auch ohne Foundation ausprobieren. Übrigens, meine persönliche Empfehlung bei Netto sind diese Walnuss-Salami-Sticks. Wenn du die hier einmal gegessen hast, dann weißt du, was mich jeden Abend vom Schlafengehen glücklich macht. Das klang irgendwie leicht falsch. Man könnte was Falsches denken, aber ich esse meistens immer so einen kleinen Snack vorm Schlafen gehen. Ein bisschen Salami. Warum nicht? Der Concealer kommt in einer Standard-Concealer-Verpackung und auch mit einem Standard-Applikator und riecht nach, ist ein bisschen sauer. So einen säuerlichen Abgang. Abgerundet mit dem Gefühl, mit dem du morgens aufstehst und du einfach denkst, verdammt, ich hätte abends nicht mehr so spät ins Bett gehen sollen. Genau so riecht es. Und ich werde jetzt hier auf der Foundation-Seite ein bisschen Concealer auftragen. Und der ist eigentlich relativ cremig. Aber beim Auftragen macht es so ein bisschen so leichte Streifen. Also er lässt sich streifig auftragen. Und meistens habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Concealer, die man so ein bisschen streifig aufträgt, eher weniger gut deckend sind. Aber ich will jetzt auch hier nicht so voreilig sein. Bei der ersten Schicht des Concealers finde ich die Deckkraft okay. Ich gehe immer so ein bisschen von meinen Äderchen hier aus, die man so leicht hier durchsieht. Ich habe hier so blaue Äderchen und die sieht man dann schon noch gut durch. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall nochmal hier eine Schicht auftragen. Der Concealer verträgt sich jetzt nicht so gut mit meiner Foundation. Hier merke ich einfach, dass meine Foundation so leicht aufgelöst wird und der Concealer sich in meinen trockenen Hautstellen so leicht legt. Meine leichten Rötungen kommen hier ein bisschen durch. Den Concealer trage ich jetzt hier ohne Foundation komplett nackt auf. Und auch hier ein bisschen an meinen Problemzonen. Hier und hier und hier und hier. Ich nehme jetzt mal hier noch die andere Seite des Beauty Blenders. Und außerdem möchte ich dir noch ein Update zu meinem letzten Video geben. In meinem letzten Video hatte ich dir erzählt, warum ich in der Notaufnahme war, was mit mir passiert ist, was in der Notaufnahme passiert ist. Und deswegen erstmal danke für die so krasse Rückmeldung und Kommentare, die es zu dieser Geschichte gab. Aber es kam sehr, sehr viele Fragen auf, die ich in diesem Video ganz gerne noch beantworten möchte. Also falls du noch gar nicht weißt, was überhaupt in dieser Notaufnahme passiert ist, da verlinke ich dir mein letztes Video, wo ich ein Amazon Mystery Box Make-up Surprise Paket getestet habe, unten in der Infobox und natürlich hier oben in der Infokarte. Viele hatten sich gefragt, wie ich einen Krankenwagen in der Notaufnahme überhaupt rufen konnte, weil ich befinde mich ja schon in der Notaufnahme, da muss man ja keinen Krankenwagen rufen.
Betroffene. Und das erklärt sich so, dass ich nicht in einer richtigen Notaufnahme, so wie du sie kennst, war. Ich war nämlich in einer zahnärztlichen Notfallpraxis. Sprich, ein Ort, wo es wirklich nur um Notfälle bei den Zähnen handelt. Bei uns nennt man das halt Notaufnahme. Auch wenn jetzt in diesem Gebäude jetzt nicht alle anderen Sachen behandelt werden, wie richtige Notfälle am ganzen Körper, sondern wirklich nur Zahnnotfälle. Hiermit entschuldige ich mich, ich hätte das auf jeden Fall noch richtig erwähnen müssen, dass es sich nicht richtig um eine Notaufnahme handelt, sondern eben um eine Notfallpraxis. Leider muss ich zugeben, dass der Concealer wirklich sehr, sehr schwach ist von der Deckkraft. Man sieht wirklich noch meine gesamten Augenringe, gerade meine Äderchen. Und hier um die Nase hat sich das richtig geil abgesetzt. Es ist alles so ein bisschen crunchy und hat halt auch echt keinen schönen Finish. Ich kann den Concealer gerade hier mit meinen Händen, wenn ich nur leicht rüber gehe, so ein bisschen abtragen. Es ist halt auch ein bisschen krümelig hier. Deswegen, auch wenn der Concealer super günstig ist, würde ich dir den definitiv nicht empfehlen. Gerade wenn du einen Concealer suchst, der definitiv mehr Deckkraft hat. Ey, gefühlt jedes Oberteil, was ich irgendwie anprobiere, egal wo, ist mir gefühlt zu groß. Es rutscht immer nach unten. Und dass hinten eine Klammer mein Oberteil zusammenhält, darüber reden wir nicht, aber... Bei Netto gab es auch noch ein Lidschatten-Duo. Das ist hier der Eyeshadow-Duo in der Farbe 02 Ice Blue. Hier drin gibt es jetzt zwei Farben und ein Minispiegel, was ich hier mit dem Spiegel echt ganz süß finde. Und es gab noch andere Farben im Prospekt, aber in dem Laden, wo ich war, war alles schon weg und war jetzt nur noch der blaue übrig. Mit dem Shizara Beauty Eyeshadow Duo ziehen sie alle Blicke auf sich, denn er sorgt für ein ausdrucksstarkes Augen-Make-up mit traumhaftem Farbergebnis. Und da gehe ich jetzt auch mit einem fluffigen Pinsel hier direkt in die allerhellste. Und da packe ich die hellblaue Farbe jetzt hier auf mein bewegliches Lid. Ausdrucksstarkes Farbergebnis. Are you there? Hello. Viele haben mich auch gefragt, was ich am Zahn überhaupt hatte, dass es mir so schlecht ging. Letzten Endes hat sich dann beim richtigen Zahnarzt bei einem normalen Besuch herausgestellt, dass ich einfach eine sehr schwere Entzündung des Zahnfleisches hatte. Mein Zahnfleisch war so entzündet, dass es fast schon dunkelrot war und so angeschwollen, dass es sich komplett über meinen ganzen Zahn gelegt hat. Wenn ich mit meinem Pinsel in den Lidschatten reingehe, merke ich, dass es sehr, sehr pudrig ist, sehr viel Fallout gibt und ich merke auch, dass der Lidschatten an sich sehr angekratzt ist. Also es hat sich schon so eine Mulde gebildet. Sprich, sehr lange wird mir von dem Lidschatten jetzt auch nicht übrig bleiben. Und da braucht mir jetzt keiner sagen von wegen, bloß weil die so günstig sind, brauche ich nicht was höher qualitativeres erwarten. Ne? Zum Beispiel Essence-Lidschatten sind auch super günstig und meilenweit von denen hier entfernt, weil von einem schönen krassen Eisblau hier sehe ich jetzt so einen leichten gräulichen Schimmer auf mein Auge. Eher. Mit einem fluffigen Pinsel gehe ich jetzt hier in die dunkelblaue Farbe und die drehe ich dann hier am Ende meines Augenlides auf. Und sehr vielen hat so die Mischung zwischen Storytime von der Notaufnahme und Make-up nicht gefallen. Ich wollte so ein bisschen Storytime und Make-up, gerade das wollte ich zusammen mischen und damit es wirklich nicht nur krass um die Produkte geht. Deswegen weiß ich Bescheid, ich wollte wirklich nur was Neues mal ausprobieren, ein bisschen mehr über mich und mein Leben in den Videos erzählen und wirklich nicht nur so krass auf die Produkte eingehen. Diese Farbe auf dem Lid sieht so aus wie bestellt und nicht abgeholt. Also irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes. Mein Lidschattenpfännchen sieht auch wie verwüstet aus, was ich sehr schade finde und mein Augen-Make-up ist... Es gibt noch ein Kajal in der Sammlung und das ist der Kur-Kajal. Der natürliche Holzstift gibt den Augen eine wirkungsvolle Kontur. Bei Kajals finde ich das super wichtig, dass sie super pigmentiert sind, weil es gibt echt nichts Schlimmeres, wenn du das an deinem Auge so rumdrücken musst, damit was rauskommt. Der hier erscheint mir so ein bisschen von der Textur ein bisschen härter, aber pigmentierungstechnisch... nicht schlecht. Ich werde meinen Kajalstrich noch so ein bisschen aussmoken, ne? Dass es jetzt nicht so gerade ist, sondern einfach meinen Wimpernkranz leicht mit einem Schatten betont. Wenn ich jetzt versuche, meinen Kajal so ein bisschen auszublenden, ganz leicht ein bisschen auszusmoken, ne? Dann merke ich, dass ich den Lidschatten, den ich gerade aufgetragen habe, mit weg verblende. Sprich, ich fege den Lidschatten eigentlich komplett weg und ich glaube, das sieht man hier ganz gut. Hier oben sieht man noch den Lidschatten und hier sieht man wieder mein Augenlid. Ich hoffe, einen richtig geilen Lippenstift gefunden zu haben, weil die Farbe hier mega ist. Ich finde die Farbe so, so schön. Es ist so ein tägliches Nude, was vollkommen einfach mein Leben ist, so eine Farbe. Es riecht ganz leicht nach Erdbeeren.
Also ich muss definitiv öfters über meine Lippen durchgehen. Es ist sehr cremig, es ist sehr reichhaltig, sprich damit kannst du nichts essen, nichts trinken. Es würde definitiv überall hinschmieren, aber so viel im Moment. Eine sehr schöne Farbe, aber damit kann ich leben für so einen schönen Lippenstift mit dem Preis. Ist okay, also das ist so das erste Produkt, wo ich sage, okay, nice. Hast du schon mal Erfahrungen mit Supermarkt-Make-up gemacht oder schon bei Aldi und Lidl-Make-up gekauft? Schreib mir mal deine Meinung und deine Erfahrungen unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Zusehen. Wir sehen uns auch schon nächsten Donnerstag zum nächsten Video wieder. Bis dann!